Was riecht hier so komisch? Wuseline geht vor die Tür und sieht das Feuer. Oh nein! Wer schreit da? Ich muss sie retten. Sie rennt ins Feuer und zieht beide aus dem Feuer raus. Aua! Ah! Ist das heiß! Schnell! Ich muss sie versorgen. Sie dürfen nicht sterben. Danach legt Wuseline sich auch sehr erschöpft ins Bett und hofft, dass alle überleben. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rimworld. In der letzten Folge ist eigentlich, ja, wie viel ist denn passiert? Ich glaube, wir haben Nambla rekrutiert. Ansonsten haben wir hier noch ein bisschen ganz viele Mahlzeiten gekocht. Also wir werden definitiv heute eine spannende Folge kriegen. Ich denke mal, wir werden es schaffen, zur anderen Kolonie zu kommen, also zur Piratenkolonie. Und am Ende hatten wir jetzt noch einen kleinen Käferbefall, um den werde ich mich auch noch gleich kümmern. Aber zuerst noch ein paar Sachen, die er mir geschrieben hat. Erstens mal habe ich, muss mal kurz gucken, wo Nambla ist, bei Nambla den Schalter nicht reingesetzt. Das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Das hat No Game No Life mir nämlich geschrieben. Und dann hat Lia mir noch geschrieben, dass ich hier aus Versehen die Kühlung auch runtergesetzt habe auf minus 9 Grad. Also normalerweise, wenn der Abstand groß genug ist, dann werden die nicht angewählt. Aber die zwei wurden jetzt anscheinend doch mit angewählt. Deswegen muss ich die hier nochmal hochsetzen auf 21 Grad. Noch eins, glaube ich. Genau. Und dann passt das auch wieder. So. Und würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um diesen Käferbefall. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt am besten machen. Wir hatten ja hier noch ein paar Kratzer. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich bin mal auch gespannt, wie viele Leute da jetzt gleich rauskommen. Bis jetzt nur ein Riesen-Skarabäus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht noch einer kommt. Ich würde mal sagen, wir rücken mal ganz schnell. Nicht abreißen. Ah, okay. Wir halten nämlich mal hier die Türen offen. Mal gucken, ob wir das dann hinkriegen. Na, wir stellen mal vielleicht die Leute hier hin und hier oben oder vielleicht hier hinten eher. Und Zwerg auch irgendwo hier hinten. Klingone vielleicht hier oben. Sarex ist auch hier oben. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Ich muss die Tür öffnen. Die hier auch. Oh nein, das ist schon schlecht. Los, los, Cranky. Durch, 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 durch. Jawohl. Tür ist zu. Und jetzt wird geschossen. So. Okay, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Ein bisschen ausweichen. Da unten durch. Genau, sehr schön. Okay, die hauen die Tür jetzt aber kaputt. Müssen gucken. Okay, wir gucken mal, dass wir die... Du bist kein, hast kein Bauhandwerk, aber du... Sehr gut, okay. So, das erste hätten wir schon mal. Das Problem ist, Cranky ist ein bisschen jetzt verletzt. Ich kann mal gucken, ob ich Kriegs dazu kriege. Ja, kriege ich dazu. Aber wir müssen mal gucken, dass sie ohne Medizin behandelt. Weil sonst läuft Kriegs jetzt raus und das wollen wir nicht. Habe ich irgendwas verpasst? Oh mein Gott! Was zum Teufel? Was zum Teufel? Wieso sind die aus... Wieso ist hier eine gespawnt und da oben? Oh je. Okay. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, das ist natürlich... Oh, Leia wurde auch schon verletzt. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Okay, das macht mir jetzt doch ein bisschen zu schaffen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Epsilon, du kannst mal hier oben rein. So, Cranky kann auf jeden Fall wieder mit Medizin versorgt werden. Das muss ich gleich mal reinmachen, damit ich das nicht irgendwann vergesse. Ah, das ist natürlich jetzt echt bitter, dass wir hier oben auch noch welche haben. Das ist ja echt krass. Okay, wir machen das mal so, Mr. Funny Gameboy. Du kommst auch mal hier oben hin. Zwerg, du auch. Leia müsste halt jetzt versorgt werden. Das wäre ganz wichtig. Okay, lassen wir sie mal hier oben reingehen. So, es sind die Türen. Die müssten eigentlich noch offen sein. Aber ich gehe nochmal hin. So. Und die halten wir jetzt auch noch offen. Okay, oh, low. Charlie, lauf. Kriegst du. Sehr schön, okay. Okay, Moment. Ah, natürlich wird hier oben jetzt auch noch angegriffen. So, ihr geht mal da rein.
Ah, no game, no life. Komm, lauf, 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 lauf. So, okay. Okay, okay, okay. Den geht's ganz gut bis jetzt. Wir gehen mal in den Nahkampfangriff. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier alle versorgen. Wir machen mal hier die Türen zu. Ah, ich habe das habe ich gar nicht gesehen, dass da noch andere sind. Fanda, du kannst eigentlich hier stehen. Oh, nee, wobei, wir lassen dich mal hier kurz rauslaufen. So, ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht die Leute vergesse. Kriegst du bist auch noch verletzt, oder? Nee, du bist versorgt. Okay, dann könnt ihr euch mal da hinstellen. Das sind halt richtig viele da hinten. So, Maiklich, die kannst du. Seid ihr nicht mehr verletzt? Ich muss mal. Doch, die sind verletzt. Maiklich, die kannst du nicht heilen. Nee, du bist ja in der Pflege nicht so gut. Wie sieht's aus mit Master Chief? Du bist auch nicht dabei. Kommandant. Kommandant, du könntest zum Beispiel versorgen. At Home müsste auch noch versorgt werden. So. Und wir haben hier, glaube ich, noch 1,5 Tage Zeit, bis dann weitere Käfer kommen. Wer schläft denn eigentlich hier noch drin? Lia, ne? Genau. So, ihr zwei könnt eigentlich auch mal machen, was ihr wollt. Der Klingone, du läufst da runter, das kannst du gerne machen. Vielleicht kannst du ein bisschen mitschießen. Ja, sehr schön, du kannst eigentlich mitschießen. Oh, okay, nee. Dann kommen die nämlich wieder angelaufen. Ah, jetzt schlafen die da jetzt, oder was? War's mal so. Na, das dürfte eigentlich hinhauen. Wenn wir den einmal treffen, müsste der vielleicht tot sein. Wenn dann mal irgendjemand trifft. Kommt schon, ihr müsst ihn noch hier jetzt einmal treffen können. Kann nicht so schwer sein. So, ja, wunderbar. Funktioniert, okay. Da sind sie anscheinend außer Reichweite. Krix kann eigentlich auch mitschießen. Okay. Gut, wie sieht's aus mit No Game No Life? Kannst, oder Mike Lichty, nee, du kannst nicht kämpfen, ne? Dann lass ich mal at home vielleicht. Da ist ja auch noch eine Spinne, wo kommt denn die jetzt her? Okay, No Game No Life, du kommst mal hierher, at home, du kannst mal hier hingehen und Charlie, du gehst mal hier hin. Oh, vorsichtig, okay, da ist nichts passiert. So, at home, du kannst gerne mal die Kolonie angreifen. Und No Game No Life, du kannst mal bitte hier reingehen und schlafen. Und Cranky ist natürlich jetzt wo reingelaufen, wo er nicht reinlaufen sollte. Leichte Überforderung momentan. So, Charlie, wie geht's dir? Okay, du bist fit, dann kann ich dich doch einfach hier mal hinschicken. Und Kommandant, kannst du mal ganz kurz No Game No Life versorgen? Dann können wir nämlich hier noch die Türen zumachen wieder. Okay, das kriegen wir hin. Was ist mit At Home? Du läufst mal nicht hier lang. So, das nächste Tier ist auch kaputt. Jetzt haben wir noch ein paar Stück, aber die erweitert in 2 Tagen. Okay, es dauert noch ein bisschen, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Ah, Nambla, du bist hier auch relativ gefährlich und Cochones, ja. Du auch. Wir gehen mal hier durch. Greifen die eigentlich unsere Hühner an? Gunther wurde erschossen. Oh, unser Hund wurde erschossen. Das ist schade. Kriegt ihr das beide hin? Das eine? Jawohl. Haben wir jetzt nur noch... Ich glaube nur noch... Ja, genau, dieses eine Fieder. Okay, schnell. Ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt. Okay, dann haben wir das hier auch erledigt. Dann gehen wir mal ganz schnell noch in den Nahkampfangriff und machen die Sachen hier kaputt. Cranky kann wieder machen, was er möchte. Hier unten müsste eigentlich auch alles demnächst... Ja, noch 54. Wow. Dass hier oben auch nochmal welche gespawnt sind, das hätte ich echt nicht erwartet. Das hat mich jetzt so ein bisschen überrascht. Sagen wir es mal so.
So, wir können eigentlich nochmal hier versuchen, ein paar Steinblöcke herzustellen. Machen wir mal vielleicht 20. Ah, das kam jetzt echt alles überraschend. Ich dachte echt, das wäre nur die eine Kolonie. Und dann spawnt da oben auch noch eine. Und wir sind jetzt, oh, wir sind schon bei 10 Minuten, glaube ich. Und ich dachte eigentlich, dass das heute eine easy-peasy-Folge wird, wo wir jetzt mal schnell da zu den Piraten gehen können. Aber nein, da sind dann einfach, wo auch immer die herkamen, ne? So, eine Autotür und kann Kommandant oder Kriegs kann das kurz machen. Einmal Steinblöcke herstellen, wir müssen das nämlich hier wieder zubauen, weil die Leichen jetzt verderben. Wow, das war echt. Hab eben, als ich das gesehen habe, einen halben Herzinfarkt bekommen. So, wir hatten jetzt noch Zusammenbruch schwer. Ah, geliebtes Haustier ist gestorben. Das ist nicht so schön. Oder haben wir es verkauft? Oh, wir haben es verkauft. Entschuldigung. Kommt vor. Kommt vor. So, Chris kriegt noch eine Fressattacke. Hier sieht's ganz gut aus. Haben die genug? Ja, die haben noch genug zu essen. Dann muss ich jetzt mal gucken. Genau, wir haben jetzt ein bisschen, was haben wir hergestellt? Sandstein, sehr schön. Dann machen wir nämlich hier die Sachen noch fertig. Ah, das Käferblut brauchst du eigentlich nicht machen. Ach, du bist kein Handwerker. Nambla, kannst du das machen? Ja, das wäre sehr schön. Dann machen wir nämlich hier noch eine Tür hin. Und was ist jetzt los? Kämpft da gerade jemand gegen jemand anderen oder... Nee, okay, passt alles. Oh, doch, doch, doch. Wo kommt denn das jetzt her, die Riesenspinne? Haben wir die jetzt immer noch nicht kaputt gemacht? Also irgendwie ist heute der Wurm ein bisschen drin. Wo kam denn die jetzt noch her? Ich habe doch jetzt nicht noch eine Kolonie übersehen, oder? Und ja, Lia hat mir mal geschrieben, dass ich wieder diese Spinnen einschläfern sollte, anstatt es einfach nur zu schlachten. Kann ich das eigentlich machen bei denen? Müsste eigentlich gehen, ne? Komisch. Wahrscheinlich kann man die Käfer nicht zähmen. Vielleicht deswegen. So. Dann können wir gerade noch die bauen, die Sandsteinwand. Und dann habe ich doch jetzt hoffentlich nichts mehr übersehen, oder? Hier ist nichts, hier ist nichts. Die sind alle tot. Schneehasenfell können wir mitnehmen. Und hier ist auch nichts. Nix, nix, nix. Okay, es müsste eigentlich alles gekillt worden sein. Okay, ich sehe jetzt auf Anhieb mal nichts und ansonsten müsste es an sich passen. Puh. Das war jetzt mal eine Action. Und der ist natürlich unser Boomaloop. Dass wir, weiß ich noch nicht, vielleicht irgendwann mal schlachten oder irgendwie erschießen. So irgendwas in der Art vielleicht. Okay. Gut, ja, dann machen wir es vielleicht so, dass wir heute nur noch auf die Reise gehen. Also ankommen werden wir, denke ich, nicht mehr. Das wird zu lang dauern. Ich warte jetzt noch kurz, bis die restlichen Verletzten versorgt sind. Auch Lia, bis Lia ganz gut wieder ist. Genau, sehr schön. Und Game No Life hat hier noch einen Schnitt. Zwei Schnitte, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ansonsten müsste es passen. Ich guck mal kurz, wer hier alles reinigt. Der Klingone müsste eigentlich... Na gut, er trägt halt zuerst. Vielleicht sollten wir ihn mal ganz kurz als Träger Nummer 2 einstellen. Dann baut er die Sandsteinwand. Es gibt doch so viel zu reinigen, dachte ich. Also hier gibt's noch eine Menge Blut. Wundert mich jetzt ein bisschen, dass er das nicht gleich machen möchte. Ah, er hat Bauen auch auf 1. Stimmt. Ja, dann würde ich sagen... Ah, was machen wir denn? Wir müssen die Sachen hier nicht alle fertig bauen. Wir haben eh nicht genug Sandstein.
Okay, ich habe eine Idee. Wir brechen die hier mal ab. Das brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Das hier können wir auch später irgendwann bauen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Nur das brauchen wir auf jeden Fall noch. Und ansonsten dürfte es passen. Muffalo-Wolle ist ein bisschen weit weg, aber wir können sie versuchen reinzutragen. So, gehen wir nochmal kurz zur anderen Kolonie. Hier müsste auch eigentlich alles in Ordnung sein. Ich glaube, von der Temperatur ist es aber noch nicht gut genug, um Kartoffeln anzupflanzen. Müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Und jetzt müsstest du eigentlich reinigen, oder, Klingone? Was tust du? Ah, trägst noch den Sandstein und die Sandsteinblöcke dahin. So, jetzt entfernst du Blut. Dann. Na, ich lasse es trotzdem weiterbauen. Wir müssen es ja auch irgendwann fertig kriegen. Jetzt haben wir nochmal Stoff. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Sehr gut. Und das ist soweit auch zu. Noch eins. Und dann ist. Oh, wir können sogar noch zwei machen. Sehr schön. Und jetzt haben wir noch eine Händlerkarawane. Das ist wunderbar. Den können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was verkaufen. Und ein verrücktes Tier. Auch in derselben Kolonie. Mal kurz mal die Beschränkung auf das Heimatgebiet. Die Geschütze brauchen wir, glaube ich, nicht anzumachen. Das dürfte eigentlich passen. Und Voseline kann gleich mal in Handeln gehen, wenn der Hase erledigt ist. So, der Hase müsste jetzt eigentlich gegen die kämpfen. Sehr schön. So, dann können wir noch ganz kurz. Das war jetzt aber nicht der Händler, oder? Nee, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Einschläfern. Der Händler ist gestorben. Och Mann, was hatten die denn alles dabei? Oh, viel Silber, den hätten wir einiges verkaufen können. Och schade. Dass das jetzt unbedingt der Händler sein musste, der stirbt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut. Müssen wir halt auf den nächsten warten, egal. So. Wurde das Blut irgendwie gereinigt? Ja, die ganzen Sachen liegen hier immer noch rum. Ich muss mal gucken, was Klingone noch macht. Er isst Milch. Jetzt tust du noch ein paar Sandsteinblöcke. Ja, ich sollte vielleicht Bauern auf zwei setzen. Wobei, eigentlich müsste zum Beispiel auch Fanda, was machst du so? Fanda müsste eigentlich auch reinigen. Wir schauen mal kurz Fanda zu, was er so macht den Tag. So, du isst jetzt die Mahlzeit und dann entfernst du Dreck. Sehr schön. Kann natürlich sein, dass er halt nicht hinterherkommt. Das weiß ich nicht genau. Wenn wirklich so viel Arbeiten zu erledigen sind. Aber er müsste es eigentlich schaffen, oder? Ja. Ah, doch, er schafft es, glaube ich. Es dauert nur ein bisschen. Okay. Ja, doch, er kommt auf jeden Fall hinterher. Muss halt hier oben noch ein bisschen reinigen, aber das dürfte eigentlich an sich kein Problem sein. So, aber ich habe ja gesagt, dass wir heute noch loslaufen und das werden wir jetzt auch noch machen. Ich denke mal, es war noch eine Störung in der Heizung, das ist nicht so schlimm. Ich denke mal, wir können das jetzt machen. Wir haben eine Menge Stahl. Wir haben nicht mehr so viele Bauteile leider. Aber wir haben, glaube ich, hier noch ein paar Bauteile drin. Vielleicht sollte ich noch mal, ja, ich tue gerade noch mal ein paar Geschütze deinstallieren, die wir jetzt dann mitnehmen. Denk mal, zwei dürften eigentlich reichen. Ich denke, so viel mehr brauchen wir nicht. Jetzt haben wir noch verrückte Wildschweine. Wo kommen die denn? Oh, das ist Kolonie 2. Sehr schön. Das ist wunderbar. Dann machen wir das mal so alle ins Safe-Gebiet. Die Tiere auch alle ins Safe-Gebiet. Und mal ganz kurz die. Oh.
Charlie, lauf. Lauf, Charlie, lauf, 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 lauf. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen die Tür vielleicht nicht offen halten. Charlie, lauf. Lauf, lauf. Komm schon, du schaffst es. Okay. Ganz knapp. Und die Wildschweine machen jetzt hier die Sandsteintüren kaputt. Das ist nicht so schlimm. Ich würde schon, glaube ich, gern die Tiere erledigen. Soll ich At Home versuchen, da mit At Home zu ködern? Ah, das wird nichts. Das wird, glaube ich, nichts. Oder ich habe eine Idee. Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Idee. Wir stellen ihn mal hier hin. Und schießen mal hier die Tür auf. Das dürfte eigentlich nur 10.000 Jahre dauern. Ja, es dauert nur 10.000 Jahre, bis er dann mal trifft. Aber an sich funktioniert's. Müssen einfach nur ein bisschen warten. Okay, so viel zum Thema, wir laufen jetzt los. Ja, muss ich halt noch ein bisschen warten. Aber ich mach mal die Folge ein bisschen länger. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Vielleicht nehmen wir noch Saraxis oder... Nee, Saraxis nicht. Vielleicht Cranky. Kannst auch mal mit drauf schießen. Und Master Chief, was hast denn du? Oder Klingone vielleicht. Klingone könnte vielleicht reichen. Von der Reichweite, ja. Muss man nur ein bisschen vor. Okay, wir müssen gucken, nur dass At Home jetzt nach Hause läuft. So. Ja, gleich ist die Tür kaputt. Und dann gibt's ganz viel Fleisch wieder. Das ist wunderbar. Dann können wir nämlich... Oh. Dann können wir nämlich noch ganz viele leckere Mahlzeiten herstellen. Sehr gut, dann werden wir die restlichen hier einschläfern, die noch wach sind. Und ich denke mal, den Rest haben wir, oder? Ja, ich glaube, das war's. Können wir wieder auf unbegrenzt stellen und die Tiere ins Arbeitsgebiet. So, und das Boomaloop natürlich auch ins Arbeitsgebiet. Das kann gerne irgendwo draußen sterben, dagegen habe ich gar nichts. So, okay. Lasst mich gerade noch die Schweine wenigstens reinschleppen. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann können wir eigentlich loslegen. Vielleicht gerade noch hier das hier wieder bauen? Nein? Okay, Klingone hat ausgerechnet. Ausgerechnet Klingone hat einen Zusammenbruch. So, aber der Rest passt an sich. So, ich will noch gucken, dass wir jetzt die Schweine wirklich reinschleppen. Das wäre mir besonders wichtig. Und ich frage mich, warum wird hier nichts angepflanzt? Ah, okay, jetzt machen sie es. Aber es hat ein bisschen gedauert. So, gereinigt wurde hier auf jeden Fall. Na komm schon, wir haben hier noch ein paar Schweine liegen. Kann das mal irgendjemand noch übernehmen? Muss ich vielleicht... Ah, ich kann sein, dass ich hier noch die Tierleichen reinmachen müsste. Richtig. Machen wir hier noch die Tierleichen rein. Jetzt haben wir natürlich auch noch eine Krankheit bei Charlie. Ah, so viele Kleinigkeiten. Ich wollte wirklich heute angreifen. Es kann doch nicht sein, dass uns so viel in die Quere kommt. Machen wir einfach Überlänge, würde ich sagen. Ich will heute auf jeden Fall noch unsere Leute losschicken. Das ist mir auf jeden Fall noch die Folge wert.
dass ich die noch ein bisschen länger mache. So, jetzt haben wir noch zerrissene Kleidung bei Come Cold. Die Hose, die können wir natürlich dann ausziehen. Haben wir eigentlich noch eine gute Hose hier liegen? Ich bezweifle es ein bisschen. Die Lagerzone ist auch ein bisschen voll. Ah, der Händler, der wäre halt richtig gut gewesen. Dem hätten wir bestimmt einiges verkaufen können. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Stahl, aber das ist auch ewig weit weg. Noch eine Party. Wenigstens ist das hier jetzt schon mal fertig. Können wir hier unten auch noch versuchen, fertig zu bauen. Aber ich würde sagen, dass das Wichtigste jetzt war. Ich muss mal noch mal gucken. Charlie war, glaube ich, hatte denn jetzt eine Infektion schon. Wow. Schon schwer. Ich würde mal sagen, Charlie, du bleibst mal im Bett. Was hältst du denn davon? Immunität 37, Infektion schon 38, 39. Ah, das dürfte eigentlich passen. Es kommt hoffentlich noch schnell ein Arzt vorbei und versorgt Charlie. Und dann dürfte es eigentlich hinhauen. Hier unten muss noch gebaut werden. Jetzt haben wir noch eine Boomratte, die zahm wurde. Ich möchte keine Boomratten. Ich mag die echt nicht. Ich muss die echt mal auf den Gegner hetzen oder so. Das würde sich auf jeden Fall lohnen. So, Charlie, wurdest du jetzt mittlerweile versorgt? Sehr gut. Ja, die Immunität ist schon höher. Durch auch diese Vitalmonitore geht das ja ganz schnell eigentlich. Ja, okay, das sollte eigentlich kein Problem mehr sein. Wer ist denn jetzt untätig? Kommt Cold noch? Das ist nicht so schlimm. Ja, uns gehen halt langsam die Mahlzeiten hier aus. Müssen mal gucken, ob das schnell genug wächst. Und ja, Goofy hat noch gemeint, nicht Goofy, No Game No Life, dass ich vielleicht den Herd dann hier irgendwo hinbauen könnte. Ja, das, oder hier einfach vielleicht eine Tür. Soll ich das abreißen? Ah ja, ich reiß das einfach ab. Das könnte eigentlich ganz gut sein. Können wir nämlich hier auch die Kartoffeln durchschleppen. Ja, dürfte an sich passen. Ist ja nicht so schlimm, wenn wir die Sachen hier so ein bisschen aufteilen. Ist nur doof, wenn uns halt die Nahrungsmittel ausgehen. Noch eine Vorratskapsel. Also heute haben auch viele Vorratskapseln, habe ich jedenfalls das Gefühl. Das Heu können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das kann nicht schaden. Ja, und Charlie ist gleich wieder völlig gesund. So, wie sieht's hier aus? Ah, ich wollte eigentlich nicht unbedingt nochmal Vorratskapseln rüberschicken, aber ich glaube, dass uns fast nichts anderes übrig bleibt. Ja, wir schicken nochmal ein paar Lebensmittel rüber. Machen wir hier nochmal 50 rein. So, und schicken die dann gerade rüber und dann legen wir los. Dann, ich denke, dann habe ich jetzt lang genug gewartet. Hier ist alles in Ordnung. Und dann können wir eigentlich loslegen. Hat irgendwer, Zwerg hat auch noch zerrissene Kleidung. Ja gut, den Helm kannst du ablegen. Wir haben auch so viel Fleisch, das ist wunderbar. 768 Insektenfleisch. Wir könnten eigentlich sogar üppige Mahlzeiten herstellen. Na, mach mal noch ein paar üppige Mahlzeiten, das wäre auch ganz schön, glaube ich. So. Gut, dann schicken wir die Kapsel jetzt noch kurz rüber. Und dann nehmen wir jetzt, ich würde sagen, 100 Mahlzeiten von Kolonie 2 jetzt mit und gehen dann angreifen zu den Piraten. Das dürfte an sich dann passen. So. Schicken wir die mal noch schnell rüber. Gucken, dass die angekommen sind. Sehr gut. Die werden auch gleich reingeschleppt. Das ist auch wunderbar.
Wir hatten jetzt Nacktheit. Komm, Colt, du fühlst dich nackt. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, dann geben wir dir einfach wieder die Hose. Wir müssen halt gucken, dass wir dann irgendwann eine bessere kriegen. Und dann gehen wir jetzt hier mal auf die Welt und erstellen die Kolonie, die Karawane. Also ich will jetzt erstmal alle an. Wir hatten ja gesagt, wir nehmen Mike Lichty nicht mit, wir nehmen Kommandant nicht mit und Nambla lassen wir auch zu Hause. Also Kommandant, Mike Lichty und wo ist denn der letzte? Was habe ich gesagt? Mike Lichty, Kommandant und Nambla, genau. Hier, so. Gut, dann nehmen wir mal mit. Was nehmen wir denn noch mit? Oh, wenn wir das Muffalo-Kalb mitnehmen, kriegen wir auch noch ein bisschen Gewicht oder die anderen Muffalos. Ich denke mal 525. Ah, dürfte reichen. Ich habe ja, glaube ich, zwei Geschütze jetzt nochmal abgebaut. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann sind wir bei fast 300. Dann nehmen wir auf jeden Fall, ich würde mal sagen, 100, 100, 150. Ah, der Weg ist nicht so weit. Ich nehme mal sicherheitshalber, ja, nehmen wir mal 150 mit. Und dann nehmen wir noch mit ein paar Bauteile. Ich würde mal sagen, so, ja, nehmen wir 8 Bauteile mit. Das dürfte eigentlich reichen. Wir müssen nur Generatoren bauen. Die Geschütze haben wir alle. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Stahl. Da würde ich sagen, nehmen wir auch, ich glaube, ein Generator kostet 100 Stahl. Nehmen wir vielleicht, nehmen wir einfach zur Sicherheit 400 Stahl mit. Okay, das können wir schon mal nicht mitnehmen. Dann müssen wir mal gucken. 350? Nee, 350 ist auch noch zu viel. Machen wir mal 300. Okay, 300 können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das reicht dann. Und ansonsten, sollen wir noch ein bisschen Kräutermedizin mitnehmen? Falls jemand verletzt wird oder so. Ja, nehmen wir noch ein bisschen Kräutermedizin einfach mit. So. Okay, das dürfte an sich reichen. 4,8 Tage. Ja, ich denke mal schon, dass wir in 4,8 Tagen das schaffen sollten. Ich hoffe es auf jeden Fall. Jetzt wird hier erstmal noch alles mitgenommen. Fasan bleibt zurück. Wir haben ja, glaube ich, jemanden, der darauf aufpassen kann, auf Fasan. Jetzt mal kurz gucken, Kommandant. Könnte es theoretisch machen. Mike Lichty, ja, Mike Lichty ist sehr gut im Aufsehen. Dann haben wir jemanden. Also dürfte das passen. Komm, Colt ist immer noch ein bisschen untätig, aber das ist nicht so schlimm. Nee, das ist überhaupt nicht schlimm. So. Ich denke mal, unsere Leute versammeln sich alle. Ah, jetzt habe ich nicht nochmal nachgeguckt, ob wir, dass jeder eine Waffe dabei hat. Aber ich glaube, wir haben sowieso... Ah, doch, hier hätten wir noch ein Sturmgewehr gehabt, aber... Oh, Präzisionsgewehre wären noch wichtig. Können wir da noch was machen? Geht das nochmal kurz? Kann ich da jetzt jemanden anmelden nochmal, bevor wir loslegen? Saraxis hätte doch... Nee, Saraxis ist ja unser Waldmensch. Der behält auf jeden Fall den Bogen. Kommandant bleibt ja zu Hause. Mike Lichty bleibt auch zu Hause. Master braucht auf jeden Fall noch was. Wenn ich den jetzt anmache, ist dann, wird es dann abgebrochen. Oh. Nehme ich jetzt alle mit? Nee. Ach so, ja, ich weiß, was das Problem ist. Moment. Ich habe zu viele Leute angewählt. So, du kannst nämlich jetzt noch eins nehmen. Und ja, was machen wir denn? Vielleicht jemanden, der noch eine Uzi hat, so vielleicht, und das Präzisionsgewehr geben. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, wenn die zwei das jetzt noch schnell mitnehmen. Dürfte an sich funktionieren. Ja, die gehen auf jeden Fall mit. Sehr gut. Ah, ich habe natürlich auch noch vergessen, in welche Richtung sie abwandern. Aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, die Karawane ist bereit. Und mal gucken, wie lange wir brauchen. Wir brauchen... Oh, nur 1 Tag und 17 Stunden. Ich hätte gedacht, dass wir länger brauchen.
Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge ankommen. Ich würde sagen, wir können noch ein bisschen laufen lassen. Wobei, wir sind jetzt, glaube ich, schon. Oh, wir sind schon. Die Folge hat wieder ziemliche Überlänge. Okay, wir machen doch einen Schnitt. Wir gucken, dass wir dann in der nächsten Folge da ankommen bei den Piraten und da auf jeden Fall ein paar Leute gefangen nehmen. Es war halt jetzt, ich weiß nicht, das habe ich nicht gemerkt, dass da oben auch noch Käfer waren. Ich dachte, das wäre echt nur eine Kolonie gewesen. Aber trotzdem lief ja eigentlich ziemlich gut. Wir haben niemanden verloren. Und wir sind auf dem Weg, wie ich es gesagt habe. Ich hatte halt gedacht, dass wir heute vielleicht schon ankommen. Aber kann man nicht ändern. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und in der nächsten gibt's Action. Macht's gut. Tschüss.